das Feuer mal ein bisschen vergrößert. Ganz kleines bisschen. Aha. Und der doppelte hoch jetzt. Sieht wirklich aus, jetzt fehlt nur noch das Spanferkel. Das zeigt mal unsere Zuschauer nicht. Na da, das ist ja bis morgen viel zu tun. Aber bau dich ja nicht zu mit Holz, wenn man immer ganz schnell mal aufs Klo muss, weil es drückt. Da stolpert er. Du ekelst dich gerade selbst, wenn du lachst. Ich glaube, wir müssen das bis morgen aushalten. So, du musst von deinen Stoff akzeptieren. Ja, warst du nicht, oder was? Ich war vorhin ruhig gekackt. Ja. Ich war extra im Winter. Ich war im Winter, wenn ich nicht. Das ist echt ein geiles Fahrer. Boah, ich kann mich aber nicht auch hinlegen, weil sich das so schwingt. Auf 5 cm höher. Das ist wie so ein Film, das sich über unsere Matten gelegt hat. Habt ihr gemerkt, dass der Wind abgenommen hat? Da blockt es mich richtig. So, hat mal jemand. Könnte man dein Klopapier benutzen, Digga? Gas, aber was ist das denn? Dein Klopapier. Das ist aber schön von unserer ersten Tour ist es noch. Ne, warte nicht. Das ist wichtig. Die ersten Lagen sind wahrscheinlich ein bisschen feucht. Das ist doch gut. Ja, da hebt er die feuchten Lagen auf zum richtig sauber putzen. Aber wir haben ja alle bei Frauentausch gelernt, man braucht sowieso nur ein Blatt. Ja, stimmt. Gib dem Josef nur ein Blatt mit. Das reicht völlig aus. Finger durchstechen. Ja, dann mit der kleinen Ecke unter der Fingerlage da rum. Genau. Prima. So, ich werde mir mal eine kleine Nähe einsetzen. Eine zweite Wurst reinschütteln. Aber Josef, wie? Du gehst hier irgendwo in die Nähe, ich sag's dir. Aua. Aua. Aua, Scheiße. Tja, wir hätten wahrscheinlich immer an so einen Ast eine Lampe hängen müssen. So. Vorsicht, da liegt Holz. Oh ja, sehr schön. So, ich geh mal rein. Da ging ja also. Warten nie mehr gesehen. Morgen. Ja. Lange Nacht hat er endlich ein Ende gefunden. Guck mal hier drüben, wer da ist. Hello. Gib mir mal noch so einen geilen Kranz. Ja, das mal. Hallo. Ich habe meine Kopflampe noch an. Ne? Ja, ja. Oh. Oh, herrlich. Grenze? Schön noch Grenze hier. Alter. Sag es, Nico. Mann, da, Feuerball. So. Frühstück. Mach die Schuppen nicht so dick, Alter. Ja. Ich hab's gerade schon gesagt, aber schon. Achso, was nehmen wir? Erdbeer, Kirsche, Aprikose. Ich hab noch Pflaumenmus, Kirschmaracuja. Ich würde mich mal ganz klar für den Erdbeer anmelden. Willst du sagen? Na, egal von wem. Ist auch noch gut, das Zeug. Das habe ich gestern aus dem Kornland gesucht. Ja, stimmt. Oder nehmen wir noch, dann machen wir dein MAD, oder? Nee, die sind ja noch. Die sind erst. Und du hast halt. Das 2019. Was hast du erst gemacht?
Ich habe Pflaumenmus, ja, ganz wichtig, weil ich esse es nicht. Oder willst du Erdbeere? Ich mir Pflaumenmus, ja. Ist du Erdbeere? Ich esse alles außer Pflaumenmus. Ganz normal, das ist schon mein Bruder. Aprikose habe ich noch, Frischmaracuja, Kuja, Sauerkirsche. Ach, ich habe noch keine Scheibe. Nee. Diese dicken Hunden, ey. Muss das sein? Ja. Oh, früher. Wie früher? Ja. Brauch ich Teemarmeladen. Guck dir das mal an, ey, das ist. Schnelle Kirsche. Mit dem Ding kannst du eine Kuh großziehen. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be great outdoors, forever free. Lagerfeuer Romanze zu Ende. Kalte Nacht immer. Na komm, du hast doch am meisten gepennt. Stimmt, der beschissene Schlafsack. Erzählt hat er die Nacht. Erzählt. Aber welches Zeug? Wo er Silberbesteck vergraben hat. Das geht in Deutschland. Ich weiß es. Muss ich Steuern bringen. Das ist übrigens noch Suppe da. Na da. Komm Josef, zieh Plank und schnapp dir eine hübsche. Wo ist der Mad Eagle? Geht aber nicht. Wir sind auf Gas. Alter! Das ist krank. Das ist echt krank. Ist ja widerlich. Das sieht aus, wie ob da ein Bär hingekackt hätte.